Kommen wir zum nächsten typischen Fehler beim Kettlebell Swing. Hier siehst du eine fehlende Kontrolle der Schulterblätter und auch die Spannung im oberen Rücken fehlt. Das siehst du anhand der roten Pfeile nochmal eingezeichnet. Die Schultern runden nach vorne ein und werden nach oben zu den Ohren gezogen. Korrekt wäre, Schulterblätter hinten unten verankern, Schultern weg von den Ohren. Nochmal im Vergleich. Schultern runden nach vorne ein und werden hochgezogen versus Schulterblätter hinten unten. Verankere deine Schulterblätter hinten unten noch bevor du die Kettlebell schwingst, also wenn sie noch auf dem Boden steht. Halte diese Spannung im oberen Rücken bei. Viel Spaß beim Ausprobieren, deine Kettlebell-Expertin Denise.